Ernst, ne? Habt so ein bisschen Continuity, da muss... Continuity? Was hat diesem Kanal bisher immer gefehlt? Richtig, eine Kommentare-Kommentiershow. Ganz genau. Jeder YouTuber, der einigermaßen was auf sich hält, der hat so eine Show. Und deshalb herzlich willkommen zu unserer neuen Show Fuck Up. Halt! Ich habe euch noch gesagt, ihr sollt euch einen gescheiten Titel ausdenken. Hä? Ich meine, wir machen jetzt was jeder YouTuber seit 10 Jahren macht und dann nennt ihr das Ganze Fuck Up. Fuck Up, ja, ja. Ernst? FAQ Up, also Fuck Up. Verstehst du das? Kannst du nicht bringen. Also da setzt euch bitte nochmal ran an den Titel. Wenigstens habt ihr jetzt noch kein super aufwendiges Intro mit dem Scheiß-Titel gebastelt. Ja. Also ich weiß nicht, was du hast. Wir haben jetzt Tech Up, wir haben Fuck Up. Hallo? Das passt voll gut. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Ja, aber dann erklärt ihr jetzt den Leuten, was das eigentlich soll. Ja, ich glaube, das ist doch eigentlich relativ selbsterklärend. Fuck Up ist unsere neue Sendung, in der wir auf eure Fragen und Kommentare antworten. Und zwar egal, worum es geht, um alle Themen. Also wenn ihr Fragen rund um Hardware habt oder einfach mal wissen wollt, was bei uns so hinter den Kulissen abgeht, schreibt eure Fragen einfach mit dem Hashtag Fuck Up unter dieses Video oder auf Instagram, da gucken wir auch immer wieder rein und wir versuchen die Fragen dann in der nächsten Folge zu beantworten. Fuck Up gibt es ab sofort regelmäßig und zwar jeden zweiten Mittwoch um 18 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal. Vergesst also nicht zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Außerdem werden wir vor jeder Folge eine Insta-Fragerunde machen, wo wir uns dann euch euren Fragen stellen und ja, die beantworten. Das haben wir dann jetzt auch für diese Folge schon gemacht und dazu kommen wir dann später. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Ganz wichtig. Aber wir wollen natürlich nicht nur eine reine Kommentare-Kommentiershow machen. Das wäre viel zu langweilig. Denn wenn sich's anbietet, ja, dann wollen wir einfach auch mal über spezielle Themen reden. Und wir haben uns gedacht, für die erste Folge wäre es doch mal ganz cool, wenn wir ein bisschen drüber quatschen, was eigentlich bei uns so in den letzten Monaten los war und was sich auch in Zukunft noch ändern wird. Ja. Denn vielen ist es auch aufgefallen, dass in letzter Zeit nicht mehr alles so lief wie zuvor. Ja. Zum Beispiel hat Simon Paul in einem Kommentar geschrieben, was ist eigentlich in letzter Zeit los, PC-Welt? Sehr wenig ungesponserte Technikvideos. Immer mit diesen Versprechern, gell? Wahnsinn. Und Tech Up Weekly kommt auch immer noch zu spät. Ja, wobei es hat sich ja in den letzten Wochen echt gebessert. Finde ich auch. Wo letzte Woche ist es schon wieder ausgefallen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also naja, da ist ein bisschen was dran, muss man sagen. Ganz genau, auch dem Nutzer Noxys Folgendes aufgefallen. Wo ist eigentlich Fritz? Ob bei der HMX-Verlosung oder ihrem Bau? Fritz ist nicht da. Auch in allen folgenden Videos keine Spur von ihm. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Da laberst du. Hast du überhaupt gelernt? Ja, die beiden Dinge, die hängen tatsächlich zusammen. Wie viele von euch ja wissen, war Fritz schon seit längerer Zeit freier Redakteur bei uns, hat also nicht mehr in Vollzeit für uns gearbeitet und kam dann für Videodrehs und auch für die Höllenmaschine extra zu uns nach München. Und leider, leider, zumindest für uns, hat er Ende letzten Jahres ein Jobangebot bekommen und ist damit auch nicht mehr für uns tätig, also nicht mehr als freier Redakteur und leider, also... Traurig, ja. Traurig, muss man sagen. Traurig. Muss mal schauen, ob wir ihn vielleicht für die Höllenmaschine für so ein paar Special-Folgen nochmal zwangsverpflichten können. Ja, seid gespannt. Ja, aber das hat uns auf jeden Fall videomäßig ziemlich getroffen, weil er ja die ganzen Hardware- und Gaming-Tests und Videos dazu immer gemacht hat. Und deswegen gab es in dem Bereich in letzter Zeit eben relativ wenige Videos, weil der Michi einfach nicht die Zeit hat, um das alles zu übernehmen. Der Arme war teilweise vollkommen überfordert. Also, ne? Also ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Habt ihr ja bestimmt in manchen Videos auch gesehen, wie der Arme Michi... die Haare zu Berge. Ja, wirklich. Also, furchtbar. Schlimm. Ja, und dann kam eben noch dazu, dass ich Ende des Jahres eine Weile weg war. Ich war in Elternzeit und habe das ganze Videozeug euch überlassen. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, sag mal, wer seid ihr eigentlich? Ja, Chris, fang du nochmal an. Ich bin Volontär hier bei der PC-Welt und unterstütze das Videoteam unter anderem jetzt seit September. Das heißt, ich bin quasi noch totaler Noob-Greenhorn, wie man es immer nennen möchte. Und bin gerade noch dabei, eingearbeitet zu werden. Und jetzt nach einem halben Jahr hast du es auch eigentlich schon drauf. Naja. Theoretisch ja, praktisch solltest nein. Solltest du langsam drauf haben, ja. Sagen wir es mal so, ne? Praktisch nein. Also falls ich in ein paar Monaten wieder weg bin, dann habe ich es einfach nicht geschafft, den hohen Anforderungen hier gerecht zu werden. Nicht so wie der Simon, der die Volontärszeit schon hinter sich hat. Genau, ja. Ich bin jetzt seit kurzer Zeit fester Redakteur hier bei der PC-Welt und bei der Mac-Welt. Das sind ja zwei Publikationen, die zusammenarbeiten.
wie viele vielleicht gar nicht wissen. Manche denken immer, es sind Feinde, aber tatsächlich sind Chris und ich sowohl videomäßig für die PC-Welt eigentlich eingeplant und schreiben beide für die Mac-Welt. Das heißt, deswegen konnten wir auch nicht immer so viel Zeit in die Videos stecken, weil wir halt teilweise schreiben mussten und teilweise halt Videos produzieren. Und das, ja, das nimmt halt beides sehr viel Zeit in Anspruch. Sind keine Feinde, ich würde sagen, es ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Ja. Ein freundschaftlicher. Sich gegenseitig befruchtende Konkurrenz. Ja, auf jeden Fall. Freundschaftliche Konkurrenz. Also ihr seht, es ging bei uns personell also ziemlich drunter und drüber. Fritz war weg, ich war weg. Die beiden hatten noch keinen Plan, was eigentlich abgeht. Nee. Ja, und na ja, gut. Also immer noch ich nicht. Schon, ehrlich. Nein, Spaß. Auf jeden Fall ist deswegen leider einiges liegen geblieben. Und ja, dreimal dürft ihr natürlich raten, was der Chef sagt, wenn wir fragen, ob wir das gesponserte oder das ungesponserte Video liegen lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Wir sind auf jeden Fall dabei, wieder Gas zu geben. Und das hängt auch mit einer weiteren Personalie zusammen. Wir haben nämlich natürlich Ersatz für den Fritz gesucht und zum Glück auch gefunden. Und zwar den Sebastian. Der hat jetzt im Juni bei uns als Volontär angefangen und macht... Also noch total frisch, hat gerade jetzt am Montag hier... Das Gute ist, ich bin jetzt nicht mehr der Idiot in der Runde, weil das ist jetzt quasi er. Ja, und deswegen, was er jetzt macht aktuell, ist hauptsächlich Kaffee holen für den Michi, mit Rührstäbchen natürlich. Ja. Und alles, was bisher der Fritz so gemacht hat, nämlich Grafikkartentest, Peripherietest und so weiter. Und da muss er natürlich auch erstmal eingearbeitet werden. Aber er wird natürlich demnächst auch dann vor der Kamera stehen. Wenn er den Test besteht. Wenn er den Test besteht. Die Probezeit. Ja. Also die harten Anforderungen. Lassen wir dann erstmal so ein paar kleinere Sachen moderieren und wenn er sich dann da bewährt, dann darf er natürlich auch bei der nächsten Höllenmaschine dabei sein. Ja, und da wird er dann, denke ich mal, auch offiziell ins Team Hölle eingeführt werden. Ja, und den Sebastian, den stellen wir euch dann natürlich in einem Extra-Video auch nochmal vor. Das würde jetzt in der Folge den Rahmen sprengen. Vielleicht gibt es ja demnächst mal eine Fuck-Up-Sonderfolge zur Höllenmaschine. Ich glaube, das wird da ganz gut reinpassen. Jetzt aber erstmal genug gelabert, kommen wir zu euren Fragen und Kommentaren, denn darum soll es ja bei Fuck-Up eigentlich gehen. Legen wir also los mit den ersten Fragen. Die haben wir jetzt bei Instagram reingekriegt. Also, wie gesagt, folgen und dann, wenn wir dazu auffordern, immer mal Fragen stellen oder in die Kommentare reinschreiben. Die erste Frage kommt von... Japan Handel. Mit welchem Gerät nehmt ihr eure Instagram-Stories auf? Das kommt ganz drauf an. Also grundsätzlich hat jeder ein privates Smartphone und hat Zugang zum Instagram-Account und dann nimmt halt jeder mit dem Handy gerade auf, was er gerade hat. Deswegen. Oder mit dem Diensthandy auch eventuell. Also ich habe zum Beispiel gar kein privates Smartphone mehr. Ich benutze dafür immer mein Diensthandy. Ja. Und das ist mal ein iPhone bei denen, die ein iPhone haben und mal ein Android-Gerät bei denen, die ein Android haben. Also das, was gerade so da ist. Gut, was haben wir als nächstes? Wie groß ist euer gesamtes Team, will Lerox wissen. Also insgesamt mit Mac-Welt und PC-Welt zusammengenommen, inklusive Videoteam, 1, 2, 3 nach Adam Riese, 12. 12. Gar nicht so viele, wie immer alle denken. Nee, vor allem, wenn man das jetzt mal auf Videoteam eingrenzt, dann sind wir, wenn man den Michi auch mitzählt als Team Hölle und den neuen Sebastian den schon mitzählt, sind wir 6. Ja. 3, 4, 6, ja. So, die nächste Frage, die kommt von L. Prülz. Alter, was ist denn mit diesem Namen los, ey? Ich habe nichts richtig aussprechen. Ich habe keine Ahnung. Videos. Auf jeden Fall fragt L. Prülz, wie finanziert ihr eure Projekte, zum Beispiel die Höllenmaschine X? Tja, die Frage kriegen wir häufiger. Die haben wir auch schon ab und zu mal beantwortet. Also bei der Höllenmaschine ist es ganz klar, die Teile sind gesponsert, sonst könnten wir... auf gar keinen Fall jedes Jahr einen PC im Wert von 30.000, 40.000 Euro raushauen. Also die Komponenten, die kommen von den einzelnen Herstellern, sind gesponsert. Und ansonsten, für andere Projekte haben wir eigentlich gar nicht so viel. Also wenn wir dann irgendwie mal so spezielle Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel unseren RGB-PC oder so, dann versuchen wir da immer, irgendeine Koop auf die Beine zu stellen, zum Beispiel mit Case King, die dann eben die PCs verkaufen. Weil, ja, wir müssen halt irgendwie auch schauen, wie wir solche Projekte dann gestemmt kriegen. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Ich glaube, es soll Herr Beides spielen. Baude. Nein, wie der 8, Bauer, weißt du? Nein, wenn du die 8 als 8 aussprichst, Herr Beide. Ist ja auch egal. Oder Herr Bacht. Er fragt, könnt ihr nicht für die ganzen Smartphone-Sachen nicht extra einen Kanal machen, wie bei der Mac-Welt? Ich dachte erst, er meinte, bei der Mac-Welt hätten wir auch einen separaten Kanal für Smartphones. Ich glaube, er meint einfach, dass wir generell die Smartphone-Welt quasi machen. Ja, ja, aber das, also wir sehen uns jetzt, also wir heißen zwar PC-Welt und hat natürlich auch alles mit den Ursprüngen so zu tun, aber mittlerweile sehen wir uns gar nicht mehr so als PC-Kanal, sondern eher als Technik-Kanal und da sind natürlich heute... Das war es aber auch schon immer, muss man wirklich sagen. Ja, also das ist klar. Aber
Der Name erstmal suggeriert ja, ja, es geht nur um PCs. Und da das verstehen, glaube ich, viele falsch tatsächlich. Ja, also häufiger lesen wir Kommentare von wegen, hey, das hat doch jetzt gar nichts mit PCs zu tun oder generell mit Computern. Ja, schon kann man so sehen, aber wir finden, heutzutage kann man das gar nicht mehr so strikt voneinander trennen und macht jetzt, oder ergibt jetzt für uns auch gar nicht so viel Sinn, da jetzt einen zweiten. Wer häufiger mal auf unserer Website unterwegs ist und sich mal unsere Artikel durchliest, wird auch merken, dass wir da nicht nur über PCs etc. Ich glaube, der größte Teil sind eigentlich Techniksachen, also allgemein nicht speziell Technik auf PC ja, gemünzt, sondern einfach so die komplette Welt der Technik eigentlich wird abgehandelt bei uns. Und ja, wolltest du ja auch gerade schon sagen, es macht eigentlich für uns auch ja, YouTube-mäßig keinen Sinn, jetzt einen zweiten Kanal aufzumachen, weil wir auch gar nicht die Ressourcen hätten, um wirklich zwei Kanäle mit Inhalten zu befüllen. Ja. Also von daher, nehmt es uns nicht übel, aber ja, wenn ihr euch leider überhaupt nicht für Smartphones interessiert, dann ja, schaut doch einfach unsere PC-Videos an. So, die nächste Frage kommt von... Hier ist keine Frage. Oh, es ist ein Kommentar von ein netter ein Beleidigungskompliment. Was? Von, aber Moment, wir müssen erstmal diesen Namen entziffern. Ja, Mike Delta heißt das. Kannst du kein Lead Speech oder was? Die 1 ist ein I, 3 ist ein E und die 7 ein T. Er schreibt, Hashtag, danke für alles, auch wenn es manchmal etwas cringy ist. Videos sind jedoch super cool. Ey, das ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen, oder? Ja. Jedes PC-Welt-Video gehört eine gewisse Portion cringe. Also sonst ist es nicht PC-Welt. Wer das noch nicht erkannt hat, der guckt uns offenbar noch nicht so lange. Heinz Hub will wissen, wie alt Michi und Fritz sind. Ey, ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Was schätzt ihr, wie alt ist Michi? Michi ist, glaube ich, oh Gott, wenn ich jetzt das Falsche sage. Ich glaube, er ist Mitte 40. Guckt Michi überhaupt unsere Videos? Ich glaube nicht, oder? Ja, okay. Also mit, Mitte, Ende 40. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Ich glaube, die Haare täuschen. Also die Haare täuschen, sie machen ihn jünger. Ich glaube aber, Fritz ist auch sehr schwer einzuschätzen, glaube ich. Ja, aber Fritz ist jetzt so Anfang 30. Aber das ist echt peinlich, dass ich das nicht genau weiß. Aber machen wir lieber weiter mit der nächsten Frage. Und zwar möchte XYZDaniel03 wissen, gibt es schon Pläne, wann die neue Höllenmaschine gebaut wird? Ja. Gibt es? Ja. Mitte Juli. Ha. Chips Cola, wie heißt das? Verhext, nee. Chips Cola 1,80. Darf ich dich jetzt nicht schlagen? Hast du noch was gesagt, oder? Ach so. Also Mitte Juli wird sie gebaut. Die ersten Videos kommen aber schon früher. Ja. So. So, Dori Heini. Dori Heini fragt, ich will Tages wie so ein Teddybären umarmen. Will ich von abraten, bei uns funktionieren momentan die Klimaanlagen nicht so gut, und, ja. Wir sitzen. Also falls die eine oder andere Schweißperle uns hier über die Stirn läuft, dann ja. Also es könnte nass werden bei dieser Umarmung. Andererseits, wir können ihn einfach nachher mal fragen, was er davon hält. Ja. So, dann fragt Max RCE, was ist eurer Meinung nach das beste Handy? Fangfrage. Egal, ja, was wir jetzt sagen, wir werden ausgebuht. Ich würde sagen, es ist eine Geschmackssache. Ich würde sagen, ihr guckt mal unseren Kameravergleichstest an, wenn da klären wir zumindest, wer die beste Kamera hat, den aktuellen. Ja, aber das beste Gerät will er ja wissen. Und ich, ja, im Prinzip kann man da eigentlich nur sagen, das ist halt das, was in unserem Test am besten abgeschnitten hat. Das ist regelmäßig das iPhone und das Galaxy S10. Und ja, das aktuelle Huawei. Ja, aber ganz ehrlich, also wir sind in der Redaktion, haben wirklich unterschiedliche Geschmäcker. Und der eine ist eher auf Android fixiert. Und wir beide jetzt halt, weil wir für die Mac-Welt schreiben, eher für, auf iPhone. Berufsmäßig quasi verpflichtet. Aber, ja, wir benutzen es auch beide gerne. Ja, aber selbst innerhalb der Redaktion gibt es jetzt ja keine großen Kriege, wie sie im Internet immer ausbrechen. Also, dass der eine sagt, das... Was? Nein, also es ist ja wirklich so. Also ich war letztens bei Honor mit dabei und ich muss sagen, wenn das Betriebssystem jetzt ein bisschen anders wäre, ich weiß, es ist offen, man kann da eine Menge mitmachen, aber ich bin halt eher einer, der so im Apple-Universum ein bisschen festgehalten ist. Und dann, aber ich kann ganz ehrlich zugeben, es gibt eine Menge coole Smartphones da draußen, die ich mir auch holen würde, theoretisch. So, dann haben wir hier noch Mark 0976. Der schreibt, ich habe auf der Gamescom 2018 gar keine Plörre bekommen. Nur so ein Weinsmiley. Gott. PS, bin auf der Gamescom 2019 wieder. In Klammern, ich will Plörre. Also ich bin jetzt seit dieses Jahr gar nicht mit dabei, aber dann könnt ihr dem ja mal was geben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir Plörre am Start haben dieses Jahr. Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Das ist noch nicht ganz raus. Da müssen wir erstmal mit unserem Kooperationspartner hart verhandeln, dass der uns wieder so 3-4 Paletten Plörre stellt.
Aber also wenn es Plörre gibt, dann kommst du bei uns am Stand vorbei, dann kriegst du was. So, wir müssen ein bisschen sputen. Das Video geht schon länger und länger und länger. Ja, die Hälfte, die ist schon abgeschaltet. Die nächste Frage, wenn ich mir jetzt ein Huawei P20 Pro Lite holen würde, könnte ich dann Android benutzen? Ja. Ja, kurz weiter gesagt, geht's. Ja. Nächste Frage. Die Details kannst du online nachlesen. Tobias Kadenbach, wenn ihr nach dem Test Technik behalten dürft, was passiert damit? Die findest du dann alle auf unserem eBay-Kleinanzeigen-Kanal. Na Quatsch. Das Problem ist echt, also wir können Technik nicht behalten. Also alle Technik, die wir testen, das sind Leihgeräte von den Herstellern, die müssen nach dem Test. Ja, ich wollte gerade sagen, aber es ist ja wirklich, Dennis kriegt dann ja so ein Smartphone auch mal für ein Jahr oder so und dann zum Testen und dann gibt das genau. Dann wieder ab. Also das sind dann so Ausnahmen, aber wenn wir jetzt, deine Ecke steht ja auch schon unser nächstes Testgerät, gell? Ja, aber darüber wollen wir jetzt aktuell noch nicht so viel verraten. Auf jeden Fall, die Geräte müssen wieder zurück, egal ob es leider. Manchmal nach ein, zwei Wochen und manchmal erst nach einem Jahr, aber so oder so, irgendwann müssen sie zurück. Ja. Nächste Frage, bekomme ich eine Ausbildung bei euch? Als was? Das ist erstmal die Frage. Also, was möchtest du denn machen? Ja, aber also wir haben ja in letzter Zeit mehrere Videos gemacht, um Leute zu rekrutieren. Ja. Ich bin dadurch quasi also, hingekommen. Du hättest eine Ausbildung haben können, der da hat sie dir weggeschnappt. Ja. Und der Sebastian. Und der sei hat, ganz ehrlich, meinst du nicht, du könntest es besser machen als ich? Wahrscheinlich schon. Also hättest du dich mal beworben. Hättest du mal gemacht. Ja. Aber leider haben wir im Moment sonst keine freien Stellen mehr. Aber wenn ihr auf Jobsuche seid, dann findet ihr unsere ganzen offenen Stellen auf www.idg.com/, jetzt muss ich gucken. Nein, einfach Jobs. idg.de und dann findet ihr irgendwo Jobs. /Karriere heißt es, glaube ich. Aber einfach idg.de, da findet ihr das dann schon. Oh, jetzt kommt eine geile Frage. Luca x-x the real fragt, ich will ein Tutorial für Michis Frisuren. Tja, glaub, das wollen wir noch alle, oder? Ich glaube nicht mal Michi hat ein Tutorial für Michis Frisuren. Ich weiß, dass manchmal deine Tochter ihm die Haare macht. Ja, wenn er mit dem Zopf zur Arbeit kommt. Ja. Aber stimmt wirklich. Ansonsten ist es, glaube ich, einfach nur lange nicht zum Friseur gehen und irgendwann blond färben. Ja. Vor allem morgens aufstehen und nichts tun und so einfach zur Arbeit kommen, dann kommt das ungefähr hin. Die nächste Frage kommt von Pizza03LOL. Was hat es mit dem Höllenphone oder Höllenhandy auf sich? Gute Frage. Mhm. Das ist kommt sofort, jetzt bald, ne? Ab sofort in allen Stores erhältlich. Ja. Aber nur direkt neben dem Galaxy Fold. Wird von Huawei gebrandet, deswegen. Nein. Ja, gute Frage. Das Höllenphone, das war tatsächlich unser kleiner April-Scherz zum 1. April. Ja, wir haben leider echt keinen gefunden, der es umsetzen wollte. Ja, komisch. Wir haben das Konzept, wir haben technisch ausgearbeitet, ne? Wir haben es gepitcht an Huawei, an Samsung, an alle. Keiner wollte es machen. Die wollten halt unsere Commission nicht zahlen. Ja, das ist das Problem. So, letzte Frage. Moin, Bas Benny. Bas Benny schreibt, moin Leute, ich habe da was gefunden. Ich weiß nicht, ob das so soll. Ich finde es jedenfalls traurig, dass jemand das Gewinnspiel ausnutzt, um sich Profit daraus zu erschlagen. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Kurze Anmerkung, dabei geht es um den Verkauf der Höllenmaschinen Pro beziehungsweise auch der Höllenmaschine. Ich glaube, der Höllenmaschine X-Pro. Höllenmaschine X-Pro. Ich habe noch andere Gerüchte gehört. Ja, auf was? Auf eBay. Aber das beantworten wir jetzt, glaube ich, in diesem Video nicht mehr. Das behalten wir uns mal für diese HMX. Vor allem, das muss der Michi beantworten. Ich meine, er ist der Schöpfer der Höllenmaschine. Da muss man ihn mal fragen, was er davon hält. Es gab viele Tränen. Ja, also das war echt, da muss man ihn aufbauen danach. Ja. Aber da machen wir einfach, wie gesagt, mal eine Special-Folge Fuck-Up zur Höllenmaschine. Da könnt ihr dann auch eure ganzen Fragen loswerden zur nächsten Höllenmaschine, die bald startet. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, immer mit Fuck-Up, also Hashtag Fuck-Up kommentieren, gerne bei Instagram oder bei den YouTube-Videos, wenn ihr spezifische Fragen habt. Ansonsten gucken wir natürlich auch immer eure Kommentare durch und sortieren dann aus, was wir in dieser Sendung hier besprechen können. Ja, ich glaube, nachdem dieses Video jetzt schon viel länger geworden ist, als es sollte, runden wir das damit ab. Ab sofort Fuck-Up an jedem zweiten Mittwoch um 18 Uhr auf YouTube. Schaltet ein. Zuverlässig wie immer natürlich, ihr kennt uns. Vielleicht auch mal 18 Uhr. Ich mache jetzt den Dennis-Move. Macht's gut, bis zum nächsten Video.